Sorry, wenn ihr mich nicht gehört habt. Mein Name ist Ian Robert Waskin. Ich bin zum ersten Mal bei Chess24 und das hier mein erstes Geschwätzblitz. Ich habe im Prinzip schon die Einleitung gemacht, aber ich muss sie jetzt nochmal machen, weil das Mikrofon leider ausgeschaltet war. Jedenfalls, ich werde versuchen, verschiedene Öffnungen zu spielen und ihr könnt mir alle in die Kommentare schreiben, was ihr von mir wissen wollt und welche Öffnung ich spielen soll. Ich werde versuchen, verschiedene Öffnungen zu spielen, um das ein bisschen kreativer zu gestalten. Okay. Okay, ich habe Weiß. Ich mache E4. Da wurde auch gefragt, ob ich ein Video mache. Ja, ich mache tatsächlich, also in erster Linie, oh Gott, lettisches Gambit. Darum habe ich ja gar keinen Plan. Ich spiele einfach mal den. Ja, ich mache erstens, mache ich hier ein Praktikum bei Chess24 für 2 Wochen. Und ich werde hier für die nächsten zwei, also solange ich hier bin, werde ich die Challenger-Gruppe, immer hätte, ja, auf den Trick habe ich gespielt, werde ich immer die Analyse der Challenger-Gruppe machen. Ich wähle mir dann immer eine Partie aus und, okay, das war schnell, tut mir ein bisschen leid, aber gut. Ich wähle mir dann, ich suche mir immer eine Partie aus und werde dann diese kommentieren, die Partie des Tages, und außerdem werde ich eine Serie aufnehmen. Okay, starten wir mal mit D4. Ich habe nicht viel Ahnung von dem Zug, aber gut. Also, wie gesagt, nochmal 3 Minuten oder 5 Minuten ist optimal. Okay, slawisch. 3 oder 4 Minuten ist optimal. 3 oder 5 Minuten ist optimal. Und alles andere ist so eine Sache. Also 3 plus 1 können wir auch spielen, aber am besten ohne Inkrement. Okay, wir haben hier slawische Hauptvariante. Okay, Springer BD7 ist mir allerdings ein bisschen suspekt. Ich glaube, Springer schlägt F5. Kann man den nehmen? CD5. Okay, ich greife mal hier sofort das Zentrum an und ich denke, dass nach diesem Zug Schwarz relativ schlecht stehen sollte. Okay, die Leute schreiben, der Stream läuft nicht reibungslos. Was ist denn, also hängt er? Jetzt ist es besser. Ja gut, wir haben halt den Stream kurz angehalten und wieder neu gestartet. Also es müsste jetzt eigentlich laufen. Ich mach mal König E2. Ja, okay. Geht wieder. Okay, gut. Ja, also. Oh, Schwarz opfert hier eine Figur. Das ist mutig. Ich weiß nicht, ob ich die nicht nehmen kann. Ich nehme einfach mal auf D7. Alles gut, ja gut. Ich vertraue jetzt einfach auf die Leute, die sagen, dass alles gut ist. Ich hoffe, ihr seht die Partie. Gegen Per Bulow übrigens. Aus Deutschland. Peter Urban. Ja, Dame G5. Gut. Er will mich hier ein bisschen nerven, aber ich hole meine Dame zur Verteidigung. Wer mein Trainer ist? Mein Trainer ist Großmeister Wladimir Gurewitsch. Werbung. Und ja. Ich mache einen guten Job. Danke für das Kompliment. Ich glaube allerdings nicht, dass ich so gut bin. Also, ich hatte anfangs ein bisschen Schwierigkeiten. Weil, ja gut, mit der Kamera und so, das ist natürlich alles nicht ganz so einfach. Aber ich denke, ich werde das hier hinbekommen. Ich habe ja noch ungefähr 7 Tage Zeit. Okay, hier schreibt jemand lange Nachricht. Wie ich mir das Grünfeldrepertoire angeeignet habe. Ja, mit den, Moment, ich muss hier kurz überlegen, Dame F6. Will er mich hier irgendwie nerven? Turm AD8, Dame E5 habe ich immer. Okay, ich spiele mal H5. Wie ich es mir eingegangen habe. Ja, also mit den Afrog-Büchern hast du dir auf jeden Fall einen Gefallen getan. Weil, ja, Afrog ist ein super Autor und die Bücher sind sehr gut, die habe ich auch. Wie ich es mir eineignen würde. Okay, gut, ich kann es kurz an meiner Videoserie erklären. Ich habe
keine über Grünfeld gemacht, das hat Peter Swidler erledigt hier für Chess24. Aber ich fange in der Regel mit den Nebenvarianten an und arbeite mich dann zu den Hauptvarianten. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn dir die Hauptvarianten gefallen, dann solltest du Zeit in die Nebenvarianten investieren, weil wenn dir die Hauptvarianten nicht gefallen, die kommen ja immerhin öfter aufs Brett, dann lohnt es sich auch nicht, die Nebenvarianten anzuschauen. So, okay, mein König steht hier ein bisschen so optimal. Ich ziehe ihn mal nach F3 und hoffe, dass es besser wird jetzt. Okay, Turm ED8. Ich muss sagen, dass ich nach Dame, ich wollte Dame B3 spielen, aber da kommt Dame C6. Ein bisschen nervig. Aber ich kann hier die Dame nach B5 ziehen. Ja. Der Läufer ist angegriffen und okay. Ich versuche jetzt meinen Läufer zu entwickeln von C1. Du bist raus, Blinder. Ja, schade. Das ist eigentlich mein erster Geschwätzblitz. Ich versuche hier mein Bestes. Aber gut. Okay, ich mache hier G3, weil es droht matt. Ich hoffe, ich übersehe nichts hier, weil es könnte blöd laufen. Ja, Olli wird nachhelfen. Keine Sorge, ich spiele die Partie hier kurz zu Ende. Ich habe übrigens schon seit Zug, glaube ich, 10 Läufer mehr. Also sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, Läufer D6. Ich mach mal König G2. Jede 30 Sekunden laggt der. Okay, ja, wir bearbeiten das gleich hier. So, Dame G4. Gut, ich greife mal die Dame an. Dame G5. Und jetzt versuche ich mal hier ein bisschen aktiver zu spielen. Ja, E4. Müsste eigentlich ganz gut sein. Oh, und auf den habe ich spekuliert. Jetzt ist die Dame im Prinzip weg. F3 Schach, okay. Aber ja. Okay, mit einer Dame und einem Läufer mehr bin ich. Okay, er gibt auf, also. Jetzt versuchen wir es kurz zu bearbeiten. Ich ändere jetzt die Leitung. Kurz weg, ne? Okay, ich werde jetzt weitermachen. Gib mir mal Rückmeldung im Chat, ob das jetzt funktioniert. Okay, ich habe hier schon Challenges von ein paar guten Bekannten. Gut, ich nehme aber, ich hatte jetzt einen mit 2000, jetzt nehmen wir mal jemand Stärkeren. Hier, habe ich jetzt den richtigen angenommen oder nicht? Oder habe ich niemanden angenommen? Ah doch, also hier. Discombobulated. Was machen wir denn? Okay, E4. So, sizilianisch. Schauen wir mal, welche Variante. Klassische Sizilianer. Das wird jetzt was. Okay, spielen wir mal Richter raus. Oh Gott. Für die 7. Ich hoffe jetzt auf E6. Ich hoffe inständig auf E6. Okay. F4. Damen-Gambit bitte. Jetzt geht's gar nicht mehr. Jetzt geht's wieder. Was denn jetzt? Okay, den nehmen wir mit. Und ich denke, Rochade muss hier gut sein. Damen-Gambit. Ich versuch's. Nächste Partie. Pikachu, der Schachspieler. Damen-Gambit. Okay. Ich werde es wirklich versuchen. Aber mein Gegner muss mitmachen. Dame schlägt D4. Okay. Stellung ist eigentlich relativ typisch. Jetzt ist halt die Frage, ob ich hier blockieren soll oder nicht. Okay, ich mache erstmal König B1. Prophylaxe kann nicht schaden. Ja, Olli hat alles geregelt. So, König B1. Okay, Dame C5. Damen tauschen ist hier nicht unbedingt das, was ich wollte. Es ist halt nur die Frage, wo ziehe ich denn die Dame hin? Dame D3 oder Dame D2? Ja, komm, nach D3. Ich verteidige hier noch C2. Okay, ich sollte ein bisschen schneller spielen. Okay. Zu früh gefreut. Oh Gott. Das heißt, es stimmt wieder etwas nicht. Ja gut, hier
Das Internet ist hier manchmal ein bisschen schlecht. Wir versuchen hier wirklich unser Bestes. Aber es ist eben nicht alles möglich. Okay, gut, E5. Ja gut, es ist jetzt die Frage, ob er Läufer G7 macht oder D schlägt D5. Okay, er macht Läufer G7. Kann ich hier diesen Abtausch eingehen oder werde ich danach schlecht stehen? Das ist die große Frage. Also ich meine, E schlägt D6, Läufer C3, Dame C3, Dame C3, BC3, Turm C3 und okay, D schlägt E7. Aber es sieht ganz in Ordnung aus. Ich versuch's mal. Außer mein Gegner hat jetzt nach Läufer C3, Dame C3 irgendeinen Abzug mit der Dame. Dann werde ich wahrscheinlich schlecht stehen. Oh Gott, wieso dieser Stream nicht so gut? Okay, ich werde einfach überziehen. Das ist kein Problem, also. Wir können hier auch länger als 19.30 Uhr war ungefähr geplant, 19 Minuten. Aber wir können hier auch länger machen. Okay, er nimmt ED6. Ist das gut oder ist das schlecht? Für mich. Dame schlägt D6, Läufer schlägt C3. Gut, ich nehme hier mal. Und tue so, als wäre alles in Ordnung. Wobei ich mir überhaupt nicht sicher bin. Okay, zumindest tue ich Dame schlägt D7. Das ist D6. Okay, so. Läufer D3, also falls der Stream noch läuft. Turm D4. Ich stehe vielleicht ein Ticken angenehmer, aber viel ist es nicht. Nee, nee. Turm E1. Okay, ich drohe Läufer F5. Er spielt keine schlechte Partie. Okay. Was machen wir jetzt? Gut, ich stelle den hier nach D6. Und der nächste Zug war. Okay, er greift mich hier an. Ich muss hier G3 spielen. Turm C7. Turm E5 war geplant. König E7. Er geht zurück. Turm D4. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier durchbrechen soll. Man kann nur hoffen, dass man drankommt, ansonsten hat man hier keinen Spaß. Oh Gott. Okay. Des Streams wegen werde ich hier jetzt eine Zugwiederholung einleiten. Und Remis. Okay, wir sind wieder zurück. Ich hoffe, der Ton geht jetzt und das laggt nicht mehr, das Video. Gut, wir machen einfach ganz normal gewohnt weiter. Gut, ich nehme jetzt einfach die nächste Challenge an. Schreibt mir bitte in den Chat, ob hier alles funktioniert. Gut, ich nehme hier mal den nächsten an. Ich nehme mal meinen Mannschaftskollegen aus der ersten Bundesliga. Und ja, 2800 ist nicht so schlecht. Und okay, mal gucken, wie ich mich hier schlage. So, er ist eigentlich nimmt so indisch oder katalanisch Experte. Okay, er will hier das spielen. Wir spielen nimmt so indisch. Läuft, okay, Dame C2. Was spiele ich denn dagegen? Okay, wir rochieren mal. Und spielen hier Jans Empfehlung. Ich glaube, das empfiehlt er in seiner neuen Serie. Gut, den nimmt er, glaube ich, B6. Das müsste noch alles in Ordnung sein. So, jetzt mache ich den. Ich mach mal den. Und hier mach mal den. Nee, nee, ich spiele für den Schachverein Griesheim in der ersten Bundesliga. Ja, also letzte Saison konnte ich eine Norm erfüllen. Diese Saison läuft es bislang nicht besonders gut. Ich habe. Moment mal, Turm D8. Ist das ein guter Zug? Na, komm mal. Diese Saison habe ich leider 0 aus 3, aber gut. Ich hoffe, das wird sich noch bessern.
Ja, gut, zur Erstellung kann ich sagen, ja. Ist, glaube ich, eine Theorievariante. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob Turm D8 der richtige Zug ist. Aber es sieht noch nicht allzu tragisch aus. Mein Gegner ist auch ein sehr guter Spieler. Kriegsein wird absteigen, ja, gut. Werden wir sehen. Wir haben jetzt einen wichtigen Kampf gegen Speyer gewonnen und wenn wir vielleicht noch ein, zwei Kämpfe gewinnen werden, dann können wir auch durchaus in der Liga bleiben. Okay, Springer E5, ich weiß noch nicht so ganz, was die Idee ist von dem Zug. Okay, er will, glaube ich, Dame F3 spielen, aber das lässt sich doch mit Läufer B7 reparieren. Springer C6, kann ich den nehmen? Ja, kann ich. C5, sieht doch ganz in Ordnung aus. Ja, ich habe lange okay in der Bundesliga. Das hat der Olaf richtig gesehen. Ja, gut, die erste Partie, ich weiß nicht. Wenn ihr euch die anschaut, dann seht ihr im Prinzip, wie ihr nicht spielen sollt. Also gegen einen sehr starken Großmeister aus der Ukraine habe ich die Partie im letzten Zug weggestellt. Das war sehr, sehr bitter. Aber gut, Schach ist eben nicht immer schön und manchmal passieren solche Dinge, aber Leben geht weiter und. Ich gucke hier noch, was im Chat gefragt wird. Ach so, es wurde vorher gefragt, was ich hier noch mache. Außerdem, ich mache hier ein Praktikum, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Und ich nehme hier eine Videoserie auf. Es laggt wieder. Ich glaube es nicht. Okay, ich sehe es hier selber. Ich versuche es mal zu resetten. Läuft das jetzt? E3, okay. Okay, gut. Ich nehme hier auf F1. Die Stellung sollte okay für Schwarz sein. Die Frage ist nur, wie ich das hier jetzt behandeln werde. Springer B nach D7. Will er wahrscheinlich Springer C6 spielen. Was ist denn mit G5? Okay, spielt der Läufer G3, Springer E4. Kriege ich meinen Springer nicht richtig raus. Was machen wir denn? Gut, ich mache mal trotzdem Springer B nach D7. Gut, Springer C6 habe ich jetzt Dame F8 im Petto. Okay, er nimmt hier. Dieses Endspiel sollte nicht allzu gefährlich für Schwarz sein. Ich denke sogar, dass ich ganz gute Chancen hier habe. Ja, Turm B8, das hatte ich geplant. Turm B1. Und ja, C4. Ja, Läufer G3, gut, er greift meinen Turm an. Ich spiele den Turm mal nach B3. Ja, das Internet ist hier nicht so besonders berauschend, deswegen hängt der Stream ab und zu. Aber wir versuchen im Prinzip unser Bestes, aber nach der Partie werden wir vielleicht nochmal versuchen, das hier zu regeln. Okay, aber erstmal beschäftige ich mich hier, wie ich meinen Vereinskollegen hier fertig mache. Okay, ich stelle den Springer nach D3, damit er den Turm nicht ziehen kann. F3, F5. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. E4, gut. Ich spiele mal A4. C3. Ich hoffe, man hört mich wenigstens. Und ihr wisst, was abgeht. Okay, habe ich mich hier jetzt selbst gefangen oder ist alles noch in Ordnung? Turm A1. Ich spiele mal dezent Remis, weil die Stellung flacht ein bisschen aus. Okay, Remis gegen meinen Mannschaftskollegen ist okay. So, jetzt werden wir versuchen. Wir versuchen jetzt die Leitung zu ändern und wir haben hier drei Leitungen. Wir sehen uns gleich. Ich schalte jetzt kurz den Ton aus. Okay, wir haben jetzt die Leitung gewechselt und ich bin wieder zurück. Ich hoffe jetzt wirklich inständig, dass man mich hört und werde jetzt hier die nächste Challenge annehmen von Arimin,
Der hat ja auch schon, der war auch schon im Chat aktiv. So. Gut, hier hat sich jemand das Damengambit gewünscht. Soll er das bekommen, falls mein Gegner hier D5 zieht oder falls mein Gegner überhaupt spielt? Okay, D5, das sieht erstmal gut aus. E6, das sieht noch besser aus. Oh Gott, Tarasch. Ja, davon habe ich nicht viel Schimmer, aber ich werde jetzt hier einfach mal ganz normal weiterspielen. Okay, ich weiß, dass man hier G3 machen kann, aber ich weiß auch, dass man hier auf C5 nehmen kann. Aber gut, ich spiele mal G3. Nico Wild sagt, es laggt. Ja, das ist nichts Gutes. Springer F6, Läufer G2. Funktioniert doch super. Dritte Leitung, letzte Hoffnung, ja. Olli bringt es auf den Punkt. Wir haben hier wirklich alles versucht in der Pause. So, und jetzt weiß ich, dass man hier nehmen kann. Man kann auch Läufer G5 spielen. Ich spiele hier mal Läufer G5. Ja, alle guten Dinge sind drei. Jetzt hoffe ich wirklich inständig, wenn es geht, dass es geht. Und wir hier dieses Banterblitz durchziehen können. Ja, ich würde nicht so oft in den Chat schreiben, dass es gut läuft, weil wir haben ja schon Erfahrung damit, dass es irgendwann abbricht. Ich gucke jetzt einfach, wie sich das entwickelt und was ihr in den Chat schreibt. Ich glaube, Olli ist ein Hesse, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Aber Olli hat ein Hirn und er weiß hier, wie was funktioniert. Ja, hier, Kasselaner, also Kassel, Hesse. So wie ich im Prinzip. Ja, ich habe hier meine Elo jetzt um 10 Punkte erhöht. Ich musste übrigens ein Remis machen. Also was heißt, ich musste, die Stellung war jetzt nicht besser für mich oder sonstiges. Die Stellung war relativ ausgeglichen, aber ich habe dann ins Remis eingewilligt gegen einen meiner Gegner, weil wir den Stream ändern mussten. In welchem Alter habe ich mit Schach angefangen? Wer war dein erster Gegner? Oh Gott. Angefangen habe ich mit 5 und wer mein erster Gegner war, entweder mein Vater oder meine Oma, das kann ich nicht so ganz genau mehr rekonstruieren. Okay, Läufer E6. Ich könnte diesen Läufer auf E6 nehmen, auch wenn er sehr, sehr schlecht aussieht. Ich könnte aber auch was anderes machen. Ich habe wirklich sehr, sehr wenig Ahnung, was man in dieser Tarasch-Variante macht. Aber ich weiß, dass man hier zumindest diesen, das in Betracht zieht, E6 zu nehmen. Fe6, Läufer H3. Okay, Dame D6 wird wahrscheinlich den Springer B5 scheitern. Aber was kommt nach Dame D7? Das ist hier die große Frage. Ich sehe hier, um ehrlich zu sein, nichts Konkretes. Aber ich kann mal was anderes versuchen. Das wäre E4. Nach E4 stünde ich wahrscheinlich auch nicht so super, wie ich es mir erhofft habe. Deswegen mache ich Dame D2. Du findest dir die Moskauer Variante. Okay. Das ist natürlich ein scharfes System, was ich übrigens mit Schwarz ab und zu mal gespielt habe. Aber es ist halt wirklich nur möglich, wenn mein Gegner hier halbslawisch spielt. Und ja, ich muss sagen, ich bin E4-Spieler, deswegen habe ich von D4 nicht so viel Ahnung. Ja, ich muss heute eine Überstunde machen, das ist die Wahrheit. Kannst du nochmal sagen, was du genau bei ChessTV treibst? Ist durchs Laggen nicht rübergekommen. Okay, also, ich bin hier für ein Schulpraktikum für 2 Wochen. Das heißt, ich habe hier am Montag angefangen, heute ist Mittwoch und mein letzter Tag ist nächste Woche Freitag. Und ich nehme hier eine Videoserie auf über Französisch mit dritten Springer C3. Die wird, denke ich, in etwa Mitte Februar erscheinen. Und ja, ansonsten mache ich hier für dieses Banterblitz. Vielleicht mache ich noch eins, werden wir mal schauen. Vielleicht kommt noch irgend so ein Format, was einen Livestream angeht. Unter Umständen werde ich mal was kommentieren, Weig an See oder so, aber das steht noch alles in den Sternen. Und was ich aber auf jeden Fall machen werde, ist, nach jeder Runde werde ich
eine Analyse von der Challenger-Gruppe machen. Wir haben das heute so beschlossen, nachdem ich zwei Stück gemacht habe, und die werden auch, so wie Jans Analysen von der Mastergruppe, immer am Abend nach der Runde folgen. Also die könnt ihr euch dann ansehen. Ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten da, aber ich denke, das wird sich bessern. Übung macht ja bekanntlich den Meister. So, Läufer 5. Was geht hier eigentlich ab? Ich fokussiere mich hier mehr auf den Chat als auf diese Partie. Springer B3 ist eine Option. Läufer B6, Springer A4. Oh. D4 ist natürlich gefährlich, aber ich glaube, es geht noch nicht konkret. Was halte ich von Vincent Keimer? Vincent Keimer ist auf jeden Fall ein super starker Spieler. Was soll man dazu sagen? Also, er ist 12, wenn ich mich recht entsinne, und er hat schon eine Elo von 2400. Also, schlecht kann er bestimmt nicht sein. Er hat auch 2 EM-Normen. Er ist extrem gut. Ich kenne ihn ein wenig. Er ist auf jeden Fall ein netter Junge. Ich habe einmal gegen ihn gespielt, muss ich sagen. Einmal in meinem Leben. Das war, glaube ich, 2015 auf der Hessischen Blitzmeisterschaft. Ja, die ist offen, deswegen hat er da auch mitgespielt. Und ja, ich habe ihn mit Schwarz besiegen können. Er ist etwas unglücklich aus der Öffnung gekommen, deswegen habe ich da einen vollen Punkt eingefahren. Aber grundsätzlich ist es natürlich nicht einfach, gegen ihn zu spielen. Er ist top vorbereitet und ja, hat viel Energie. Ja, natürlich mache ich Läufer B4 gegen Französisch. Also das ist natürlich eine der Hauptwaffen. Wie könnte ich die auslassen? So, ich will hier eigentlich B7 schnappen, aber Läufer schlägt G2, König schlägt G2, Dame schlägt B7, Dame schlägt C6. Ist das möglich? Okay, ich könnte natürlich auch nach Springer B7, Läufer G2, Springer schlägt D8 nehmen, Dame H3, Springer schlägt C6 nehmen. Und ich sehe... Oh, Springer G4. Das ist gefährlich. Also, Springer schlägt B7, Läufer schlägt G2. Ich kann auch auf C6 nehmen. Jetzt folgt Dame H3. Ach komm, ich habe keinen Bock hier zu rechnen. Spiel einfach 1. Ob es hier ein seriöses Praktikum ist? Ja, natürlich ist es ein seriöses Praktikum. Es ist alles locker. Also, die Firma ist super. Alle sind nett und ja. Bist Großmeister, oute dich, wer bist du? Jamno Berliner. Du willst, also Pikachu, der Schachspieler, will hier unbedingt, dass ich hier ein paar Damen-Gambit-Varianten spiele. Okay, Läufer 1 war vielleicht nicht ganz so clever. Ich muss gestehen, ich bin kein großer D4-Spezialist. Also ich werde das hier zwar versuchen zu spielen, aber... Okay, mein Gegner macht hier ein bisschen Druck. Ich versuche jetzt also mal... bisschen mich darauf zu fokussieren. Ach so, was ich nach Dame A5, Dame A4 mache, ja, das seht ihr in der Videoserie. Ich habe ein System dagegen bereits im Petto und ja, ihr werdet dann sehen, was bei rumkommt. Okay, mein Gegner traut sich hier, den zu nehmen. Springer schlägt B7, funktioniert das? Ich habe keinen Bock. Ja gut, ich muss mich hier auf 3 Sachen konzentrieren. Dass hier alles läuft, auf die Partie, auf den Chat, auf eure Fragen. Das ist nicht immer möglich, hier alles zu berechnen. Ja, genau, Ölder Schrecken sagt schon, dass der Chat Arimin hilft. Das ist wohl wahr. Okay, Springer D6, diese Gabel habe ich noch vorher gesehen. Ich will nicht unbedingt E4 spielen. Wie gesagt, ich bin offen für alles, aber... Falls ich keine Hauptvariante oder so hinbekomme, wollte ich schon mal vorwarnen. Oh Gott, jetzt hatte ich es eigentlich eingestellt mit Turm schlägt der 4. Das ging doch gerade. Aber jetzt sollte ich eigentlich überleben. Okay, mein Gegner vereinfacht hier ins Endspiel. Ich habe aber einen Bauern gewonnen. Okay, das sollte eigentlich machbar sein jetzt. Jetzt werde ich den Springer hier gewinnen. Ich möchte das verraten, aber ich verspreche, wenn er gegen mich spielt, nicht... Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wer das hier ist. Ich habe nur Berliner. Ist aber Großmeister. Was ich von alten Meistern so wie Keres halte. Ja, was soll man von denen halten? Die sind so... Also, die haben das Schach geprägt. Okay, ich versuche jetzt jemanden anzunehmen, den ich wieder kenne. Ich will hier niemanden benachteiligen, aber
Eine Challenge werde ich hier machen. Ich suche jetzt hier gerade. Ups, sorry, dass ich das Bild verschiebe. Ich suche jetzt hier gerade einen guten Bekannten von mir. Moment. Der müsste hier auch gleich kommen irgendwo. Oder hat er die Challenge wieder zurückgelegt? Ich guck mal. Wenn ich ihn nicht finde, dann kann ich nicht gegen ihn spielen. Ah, da ist er. Komm, wir nehmen das jetzt mal an. Die Partie und dann werde ich wieder ganz normal spielen. Okay, E4. Was spiele ich gegen meinen Kollegen hier? Gut, ich spiele mal C5. Und ich spiele mal Taimanov. Doch, ich versuche gegen alle zu spielen, aber ich bin leider auch nur ein Mensch und falls ich es nicht schaffe, gegen alle zu spielen, dann ja. Ich werde versuchen, gegen die meisten zu spielen. Okay, wir haben hier eine Timer auf Hauptvariante mit Läufer E7. Ist es mir egal, 3 Minuten, 5 Minuten, ihr könnt beides spielen. Bei der Makabiade, oh Gott, da hat jemand große Insider-Infos. Ja, ich habe dort. Nee, bei dem ersten Mal nicht. Ich habe in Berlin habe ich mehrere Medaillen gewonnen. Diese Variante habe ich übrigens heute in meinem Video über die Analyse dieser Partie von Jordan van Voorhis angegeben. Die französische Serie ist aus weißer Sicht. So viel kann ich sagen und ich denke, die ist sehr ambitioniert und ich habe versucht, das Beste rauszuholen, also nichts minimiert oder sowas. Also es gibt scharfe Varianten, es gibt ruhigere Varianten. Ich denke, die wird ganz okay werden von den Empfehlungen her. Ich werde hier jetzt versuchen, über die D-Linie zu gehen. Ja, das Endspiel habe ich übrigens gegen meinen Gegner schon öfters auf dem Brett gehabt, auch im echten Leben. Und ja, es ist immer Kopf oder Zahl, wie die Partie ausgeht. Immer unterschiedlich. Okay. Jetzt will er meinen Springer abholen oder tut er nur so? Ich könnte natürlich D1 nehmen, was ich jetzt auch machen werde, aber ich könnte nicht beschwören, dass es ein guter Zug ist. Okay, wahrscheinlich wird er jetzt mit dem König nehmen, was mir nicht zugunsten kommt. Turm D8. Ja. Ob meine Serie an das Negi-Buch angelehnt ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Werde ich kurz beantworten, nachdem ich sage, mit wem ich trainiere. Ich trainiere mit Großmeister Wladimir Gurevich aus Karlsruhe. Meine Serie ist so gut wie gar nicht ans Negi-Buch angelehnt. Ich habe versucht, in allen Hauptvarianten den Negi-Buch zu entweichen, weil das soll ist ja meine Serie und nicht die von Parimaya Negi. Deswegen habe ich versucht, im Prinzip fast an jeder Stelle eine andere Empfehlung anzugeben als er, obwohl sein Buch natürlich exzellent ist und er da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt hat, habe ich versucht, ein paar andere Varianten zu empfehlen als der indische Supergroßmeister. Ich benutze auch viele Bücher. Ich kaufe sehr viele Bücher. Überwiegend Eröffnungsbücher, aber so ist das Leben eben. Man kann nicht alles kaufen. Okay, jetzt habe ich meinen Gegner eigentlich auf dem Darmflügel in die Gurgel genommen. Wann die Serie rauskommt? Ja gut, ich bin mit den Aufnahmen noch nicht ganz durch. Aber mir wurde gesagt, Mitte Februar, ungefähr 14., 15. Sowas in dem Dreh müsste drin sein. Deswegen, ja, dauert wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, bis die Serie rauskommt. Ja, ich habe ja eigentlich keine Lust auf große Abwicklung und werde hier meinen Bauern einfach nach vorne bringen. G2, G1. Oh, das habe ich nicht gesehen. Er entschnappt hier diesen Bauern, das ist natürlich ein bisschen blöd.
Okay, ich sollte aufpassen, nicht auf E4 zu nehmen, sonst kommt hier noch eine Gabel. Aber mein Gegner ist im Zeitnachteil und deswegen fühle ich mich sicher. Okay, er gibt auf. Nächste Challenge. Nehmen wir wieder ein bisschen, jemand ein bisschen schwächer gewertet. Sorry für die Bildverschiebung. Wen nehmen wir denn hier? Ups, ja hier, Nicolas Kung 5, glaube ich, habe ich jetzt akzeptiert. Gut, fangen wir mal mit Springer F3 an. Ja, Matthias Blühbaum habe ich auch erlebt. Matthias spielt im Prinzip eigentlich nur Französisch. Und ja, er hat hier Karo Kong gespielt gegen Wanda Liang, glaube ich. Allerdings ist die Partie, soweit ich mich entsinnen kann, Remis ausgegangen. Ja, A3 ist natürlich die Neid auf Widerlegung. Also, ich muss jetzt mein Hauptrepertoire wechseln, weil, gut. Spielen wir mal Katalanisch, weil A3 hat im Prinzip alle Varianten vernichtet. Also Läufer G5, das was Nick empfohlen hat, ist ein Witz gegen A3. Also, nein, Spaß. Aber A3 ist, ich denke, das ist genau so ein Trend wie H3. Und die Leute fragen sich eben, wieso sollte H3 nützlicher sein als A3? Wer mein stärkster Gegner war, das hängt ganz davon ab, welche Disziplin du meinst, Mikdal. Aber wenn du das klassische Schach meinst, dann würde ich sagen, von der Wertung her kann ich mich nicht entscheiden. Also Wladimir Onischuk habe ich mal gespielt. Der müsste sowas in den Dreh von 2,670 gehabt haben. Ich habe auch gegen... wen wollte ich denn jetzt erwähnen? Ich habe auch gegen Igor Lissi gespielt, der 2,670. Aber ich glaube, die Nummer 1 ist Kacper Pioren mit 2,685 zu dem Zeitpunkt unserer Partie. Ansonsten hatte ich noch Efimenko und gegen Jan habe ich auch schon gespielt in der Bundesliga letzte Saison. Deswegen, ich hatte schon einige 2,6er durch. Wenn du allgemein meinst, dann würde ich doch sagen, ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich einmal gegen Bu Xiangxi vor 7 Jahren, oder nee, Quatsch, wie viel sind das jetzt? Vor 9 Jahren gespielt habe. Ja, der müsste sowas wie 2,27 gehabt haben. Der heißt Awanda Liang. Also, das ist ein junges amerikanisches Talent. Hat, glaube ich, auch eine Elo von um die 2,5. Ist ganz stark und ja. Ja, ich kann versuchen, Ivan's Gambit zu spielen. Ich muss sagen, da habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung. Aber ich kann es natürlich versuchen, in der Praxis zu spielen. Ja, Jan ist ein super starker Spieler. Ich habe mich auch im Prinzip nur glücklicherweise gerettet. Also, ja. Aber er hat, glaube ich, auch eine Bundesliga-Show zu dieser Partie gemacht. Also nicht nur zu dieser, aber zu seinem Wochenende damals. Er war, glaube ich, nicht in guter Form. Gut, soll ich diesen katalanischen Läufer hier abtauschen? Eigentlich habe ich hier nicht so viel Interesse daran. Deswegen werde ich jetzt versuchen, meinen Springer umzukopieren. Und wenn er hier nimmt, dann versuche ich ein bisschen meine Stellung zu verbessern. Okay. Die Dame kann jetzt nach C4 oder sowas. Ja, 6 ist logisch. H4 vielleicht. Einfach mal, um ein bisschen die Bauern vorzuschieben fürs Endspiel. Dame D7, ja. Gut, nichts Besonderes. Ich versuche mal hier ein bisschen Schwäche zu provozieren im Lager meines Gegners. Dom C5 sollte sinnvoll sein. Okay, nach B6 muss ich allerdings... Ah, ich kann Dom C4 spielen. Gut. Dann ist das schon mal nicht schlecht. Der nächste sollte jetzt auch nach C1 gehen. Aber das Dumme ist natürlich, mein Gegner hat immer Springer B4 und er kann C6 verteidigen. Ja, die Amis haben wirklich viele große Talente momentan. Jeffrey Xiong, der ja auch bei den Challengers im Weikernsee spielt, ist auf jeden Fall top. Sam Sivian ist auch ein sehr starker Großmeister.
Ronda Liang und ich glaube, es gibt noch Li Rui Feng und auch noch ein paar andere. So, jetzt habe ich aber einen Bauern gewonnen und ich dachte, dass ich hier dieses Endspiel rausbekomme mit einem Mehrbauern. Ob ich das gewinne, ist eine andere Frage. G4. Okay, F4. Okay, Läufer D3. Läufer, okay, zurück. Und G5. Oh, mein Gegner hat auf Zeit verloren. Deswegen nächste Challenge. Nehmen wir mal wieder. Ich versuche hier die Stärkeren mit den Schwächeren etwas zu vermischen. Dann ist das ja auch ein bisschen einfacher alles. Wen nehme ich denn hier an? Ja, komm, ich nehme dich hier an. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber naja, was soll's. Aber hier spielen wir E4, starker Gegner. Normales Repertoire, wie mein Spielstil ist. Ah, ich denke, es ist relativ verschieden. Es hängt total von der Öffnung ab. Also, ich kann positionell spielen, ich kann auch taktisch spielen. Das ist relativ offen. Ja, ich muss die Show wahrscheinlich um etwa 55 oder bisschen früher vielleicht beenden, weil danach ist ja Christoph dran. Und zwei Streams auf einmal sind kontraproduktiv. So, A6. Das sieht noch nach der Hauptvariante aus, aber ich könnte es nicht beschwören. Ich glaube, man spielt die Dame A4, aber ich bin mir nicht sicher. Okay, mein Gegner überlegt. Das heißt vielleicht, dass ich keinen so guten Zug gespielt habe, aber gut. Wenn man nicht viel Ahnung hat, muss man wohl einen Zug spielen, an dem man, wo man glaubt, dass er richtig ist. Ja, also wir haben jetzt ungefähr noch eine Stunde. Also ich werde wahrscheinlich noch etwa 10 Partien spielen können. Also sofern alle lange dauern. Wenn es kürzer wird, werden es 11 oder so. Ja, ich habe viele Challenges, also wenn du fragst, ob du mit mir spielen kannst, kann ich das jetzt nicht so genau beantworten. Ich schaue mal gleich, okay, hier hat mein Gegner schon was übersehen. Also den nehme ich mit. Und stelle mal meinen Turm nach C1. B3. Noch ein Schach. Okay, das war mein Ziel im Prinzip. Ich müsste jetzt ganz gut stehen. Qualität mehr. Okay, ich schieb mal den Turm. Oh, der andere hängt ja. Das habe ich nicht bedacht. So, Turm C2. Sollte mich hier ein bisschen konzentrieren. Okay, er entflieht nach F6. So, jetzt werde ich wahrscheinlich mit G3 hier. Ja, ich sehe, das Problem ist, ich sehe nicht so ganz, wann ihr mir diese Challenge geschickt habt. Ich werde versuchen, jetzt mal ein paar Leute anzunehmen. So, was geht eigentlich ab? So, König G2. Oh, okay, gut. Aufgrund dieses Argumentes werde ich KTRWE annehmen. Nach dieser Partie, ich versuche dich zu finden und dann kannst du hier eine Partie spielen. F3. Ich muss mich aber ein bisschen auf diese Partie konzentrieren, weil mein Gegner hat schließlich das G vor dem M. Ja, mache ich ja, habe ich ja gesagt. Ich werde gegen KRTWE spielen. Wenn ihr das wollt und ja. Gut, die vierte Reihe gehört mir.
So, kann man hier jetzt irgendwas starten? G schlägt H5. Ist bestimmt kein guter Zug, aber ich habe ihn schon ausgeführt. So, den stelle ich mal hier hin. Ein Läufertausch ist vielleicht ganz gut für mich. Er will nicht, aber ich wollte im Prinzip nur den Turm nach D6 stellen. A5, okay. Nervt da ein bisschen rum. Turm nach A6. Ah, jetzt habe ich den Turm auf die fünfte gelassen, aber gut. Ich werde jetzt versuchen, mein Bestes zu geben hier, um diese Partie anständig zu beenden. Ja, der Läufer geht weg. Okay, G5 wird wahrscheinlich kommen. Aber das macht mir keine Angst. Turm C6. So, G schlägt F4, kannst du von mir aus spielen. Und ich werde hier derweil versuchen, meinen Bauern hier auf Vordermann zu bringen. So, kann ich opfern? Schreibt in den Chat, ob ich opfern kann. Turm D5, A5. Ja, komm. Wieso eigentlich nicht? Ich habe jetzt weniger Zeit, ich sollte aufpassen. Ich sehe aber noch nicht, wie er meinen Bauern stoppen kann, weil nach A7 kann ich immer Turm B8 spielen. Ah, er hat den Zug Läufer E5. Das habe ich natürlich nicht bedacht, aber ich glaube, mein Gegner auch nicht. Und er sieht es nicht. A7. Jetzt stelle ich den Turm dazwischen. D3. Den hier werde ich blockieren. So. Und nach Turm A4 habe ich König G2 geplant. Wonach ich noch keinen Zug sehe, wie jetzt Schwarz hier was machen kann. So, Turm A3 sieht auch ganz schlau aus, den Bauern hier zu nehmen. Okay, er will das nicht. Turm D3, Turm D5. Okay, er will hier über die Zeit zocken, aber das ist kein Problem. Gut, dann nehmen wir den und nehmen den. Und das sollte ich jetzt gewinnen, wenn die Zeit mir das erlaubt. Gut, das habe ich gemeistert. Mein Lieblingsfach, ja. Schwer zu sagen, es gibt viele gute Fächer in der Schule und ich will mich da jetzt auf keins festlegen. Wie viel Geld verdient man mit, als durchschnittlicher IM mit Schach? Also, das ist wirklich eine extrem schwierige Frage. Ich denke, da werden dir. Moment, wie heißt du nochmal, den ich suchen soll? KTAW, den suche ich jetzt erstmal. Ich denke, da werden dir die IMs ganz verschiedene Antworten geben, weil einfach die Leute sich mit verschiedenen Dingen beschäftigen. Okay, E4. Ich spiele mal selbst einen Kaukern. Manche geben Training, manche geben eben kein Training, so wie ich. Also ich denke, wenn man nur spielt, dann wird man wahrscheinlich kein gutes Geld damit verdienen als internationaler Meister, weil einfach zu viele Großmeisterturniere spielen und sich da die Preise schnappen. Gut, ich ziehe den Kollegen mal nach H7. Ja, ich kann leider. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Challenges und wenn ich immer die Leute annehme, die mir in den Chat schreiben, dann werde ich Probleme bekommen. Also, ich suche mir da die Challenges einfach aus und mal gucken, was dabei rumspringt. Woher weißt du, wie viel Ilia verdient? Ja, Silecki ist hauptberuflich Schachtrainer. Dann würde ich ihn in seiner Session um 20 Uhr mal fragen, was er verdient, aber man spricht grundsätzlich eigentlich nicht über Gehälter. Deswegen, ich werde hier mal Far Away from Hell annehmen. Also der Mann ist im Himmel. Nur Chat-Leute nehmen. Oh, das ist aber unfair, weil nicht jeder gerne in den Chat schreibt. Ja, ich weiß, alle können in den Chat schreiben, aber pff, das macht nicht jeder. Ich als User habe jetzt auch nicht wirklich den Chat aktiv benutzt. Aber far away. Okay, doch, er ist da. Zu was greifen wir? Wir hatten Nimmst du Indisch, Grünfeld Indisch, komm. Wir versuchen mal Holländisch. Ich habe nicht viel Ahnung davon.
Wir werden mal schauen, was dabei rausspringt. Ich hoffe inständig auf ein G3-System, ansonsten bin ich geliefert. So, und jetzt hoffe ich inständig, dass nicht Läufer G5 kommt. Okay, und ich hoffe immer noch auf G3 und da ist es. D6, Rochade, so. Ich glaube, Rühl und Prüsters wollte da mehr Acht machen, aber ich werde jetzt mal C6 spielen. Und mal gucken, was dabei rumspringt. Turm B1, ich habe gehört, hier macht man A5. Evens Gambit, ja, ich hatte leider kein Schwarz. Mein Gegner schreibt hier, dass er sich verklickt hat, aber das tut mir wirklich leid, aber ich kann leider nicht. Bei Chess24 gibt es keine Zurückziehoption. So, geht dieser Zug, den ich hier gerade im Sinn habe? Ich habe E5 im Sinn. D schlägt E5, D schlägt E5. Und dann springe E5, käme Dame A5. Aber ich denke, dass mein Gegner zuerst auf D8 tauschen wird. Deswegen werde ich hier sofort Dame A5 ziehen. Und jetzt E5 spielen. Und ich sollte eigentlich ganz in Ordnung stehen. Ja, guter Kommentar von The Drunken Lawyer. Ja, aber wenn, ich kann ja nicht nonstop auf den Chat schauen. Oh Gott, jetzt habe ich sogar was eingestellt. Ja, das kommt davon, wenn man zu viele Fragen im Chat beantwortet. So, ich fokussiere mich jetzt auf diese Partie hier. F schlägt E4 ist eine Option, die ich durchaus in Erwägung ziehe. Scheint aber nicht besonders schlau zu sein, also werde ich wohl die Dame ziehen müssen. Und wohin ziehe ich sie? Oh Gott, F schlägt E4 sieht auch, F schlägt E4 ist wirklich bitter, dass der Läufer auf F3 nehmen kann. Ich muss Dame D8 spielen. Ja, jetzt spiele ich ohne Bauer hier. Das ist natürlich sehr bitter. Läufer E6. Also in der Regel steht hier entweder ein Bauer auf E7 oder auf E5 oder Weiß hat keinen D-Bauern mehr. Hier sieht es aber anders aus. Okay, mein Gegner überspielt mich hier, aber ich werde versuchen, dagegen anzukämpfen. Ja gut, er hat zumindest das Feld C5 für meinen Springer freigemacht, aber sollte er jetzt Springer D4 spielen, habe ich ein Problem, weil ich den Bauern nach C5 bewegen muss. Und ja, so, er macht es aber nicht. Aber nach Springer C5 plant er vielleicht danach Springer D4. Na gut, dann werde ich Springer FE4 spielen und ja, wir werden es versuchen. Stefan gegen Robert, eine Kissenschlacht. Okay. Lubes machen es per Zufallsgenerator. Ja, um ehrlich zu sein, habe ich jetzt, glaube ich, sowas nicht zur Verfügung. Und wenn, dann weiß ich nicht, wie das funktioniert. So, Springer FE4 hatte ich geplant. So, sollte ich jetzt auf D4 nehmen oder auf E4? Wenn ich FE4 nehme, schalte ich zumindest den Läufer aus dem Spiel. Aber, ja gut, FE4, komm. Das sieht eigentlich nicht so schlecht aus. The Drunken Lawyer. Ja. Ich weiß nicht, ob du mir eine Challenge geschickt hast. Ich habe dich ehrlich gesagt noch nicht in den Challenges gesehen. Aber ich sehe, du bist sehr aktiv im Chat. Deswegen werde ich wahrscheinlich dich annehmen. Aber ich weiß jetzt nicht sofort, ob ich das jetzt sofort mache oder ein bisschen später. Wir haben ja schließlich noch ungefähr 50 Minuten Zeit. Ja gut, mit Dame 8 habe ich jetzt im Prinzip beides verteidigt. C6 und E4. Mein Gegner spielt hier Turm B6, Läufer D7. Ja, stellt Fragen im Chat, wenn ihr wollt. Und wenn euch was interessiert, ich bin offen für Antworten. So, ich würde jetzt nicht so gerne eigentlich Springer schlägt B3 spielen, weil dann AB kommt und ja, die Struktur wird verbessert. Aber ich werde wohl gezwungen und jetzt ist E4. Oh, ich habe gar keine Zeit mehr. Ich sollte mich beeilen.
Ich versuche jetzt, oh Gott, jetzt werde ich zusammenfallen. Läufer E5. Ja. Sieht schlecht aus für mich. Ja, mein Gegner sieht alles. Dame C8. Ja, jetzt wird er wahrscheinlich E4 nehmen und die Partie ist gelaufen. Er nimmt nicht E4. Mal gucken, ob ich was machen kann. Mit der Zeit vielleicht. Dame F5. So. Jetzt kann er natürlich E4 nehmen. So, ich werde den hier nehmen. Dame H5 machen. Er nimmt hier alles weg. Oh Gott. Oh, Schach. So. Ich remove mal den und hoffe, dass er nichts Aktives spielt. So, Dame E5. Dame F5. Ich habe hier einfach keine Züge. Na, und die Zeit ist aus. Das ist ein bisschen blöd. Aber man kann ja nicht ohne Niederlagen leben. So ist das Leben. Ich werde jetzt hier Nico Wild annehmen, weil er auf viel in den Chat geschrieben hat. Ich spiele als nächstes das Kränke Open, denke ich. Und okay, ich versuche jetzt mal das Evens Gambit zu spielen. Falls mein Gegner E5 macht, werde ich Läufer C4 spielen. Das Kränke Open in Karlsruhe, ja. Das ist ein sehr großes Open. Ich hoffe, viele Leute dort zu sehen. Viele starke Spieler. Ich habe auch schon die Anmeldeliste gesehen. Sah ganz gut aus. Und ja. Gut, wir warten hier 5 Sekunden. Noch auf Nico Wild. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, Nico Wild ist nicht da. Ist aber auch nicht allzu schlimm. Wir nehmen jetzt jemand anderen. Wen nehmen wir denn jetzt? Okay, wir nehmen dich. Du hast dich hier aktiv im Chat gezeigt. Und ja, Pikachu, der Schachspieler. Ja, du bist dran, deine Chance. Meine Lieblingseröffnung, das ist relativ schwierig zu sagen. Ich habe heute ein Video gesehen bei Weikernsee, da wurden die Spieler auch gefragt, ja, was ist eure Lieblingseröffnung? Und das ist eigentlich sehr, sehr schwer zu sagen, aber dann würde ich vielleicht sagen, Grünfeld, oh, Springer C3. Darüber habe ich eine Serie gemacht. Ich spiele mal den hier. Okay. Sieht bis jetzt nach was Bekanntem aus. Ich will nicht zu viel verraten. Okay, Läufer B5. Dieser Zug ist mir allerdings etwas neu. Und ich werde jetzt versuchen, was dagegen zu unternehmen. Allerdings ist vielleicht dieser Zug gar nicht mal so schlecht. Also er sieht etwas merkwürdig aus, weil der Springer hier eigentlich keine großen Aufgaben erfüllt. Ich werde versuchen, hier einfach mal A6 zu spielen. Ja, ich spiele Französisch. Ab und an. Deswegen ist es im Prinzip ein Repertoire gegen mich selbst. So würde ich das aber nicht nennen. Also ich mache einfach ein Repertoire aus weißer Sicht. Aus weißer Sicht bin ich ja auch E4-Spieler und habe ein Repertoire gegen diese wunderbare Öffnung. Der Ripper 1850 will angenommen werden. Kennst du einen starken Spieler, der günstiges Online-Training anbietet? Starke Spieler und günstig ist immer so eine Sache. Schwer. Schwer. Ich kenne persönlich keinen. Du musst vielleicht in irgendwelchen Schachzeitschriften gucken oder sonstiges. Aber ich denke, es gibt bestimmt jemanden, der relativ günstiges Training gibt. Ich weiß aber auch nicht ganz genau, welche Spielstärke du haben willst. Deswegen ist das ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ja, ich hoffe, die Videoserie wird angeschaut von euch. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich die machen soll, weil, gut, ich denke nicht, dass viele Leute mich kennen und okay, der ein oder andere hat mich bestimmt in der Bundesliga oder mal auf dem Turnier gesehen, aber
Dann so eine Videoserie zu produzieren kostet ja auch Geld und also für die Firma meine ich und ja. Ja, Online-Training ist auf jeden Fall gut. Mache ich auch selber. Also ich gebe keins, aber ich nehme. Und ja. Aber ich denke, es ist erst ab einem gewissen Alter gut. Ich glaube nicht, dass kleinere Kinder sehr viel Erfolg haben werden mit Online-Training, weil ich denke, der persönliche Kontakt hat da doch sehr eine relativ große Rolle. So. Pikachu, der Schachspieler, greift hier meinen Bauern auf E6 an und ich werde jetzt seinen Bauern auf F4 schnappen. Ich weiß nicht, wer CPK ist und deswegen kann ich das nicht einschätzen. Okay, ich freue mich, dass Öl der Schrecken sich auf meine Videoserie freut. Ja, ich weiß, Osna Chess 94, ich weiß, dass du kein kleines Kind bist. Ich wollte nur sagen, vielleicht, ich habe nicht dein Profilbild angeschaut, aber ich habe schon gewusst, dass du nicht jung bist und deswegen habe ich das aber trotzdem erwähnt, falls du vielleicht für deinen Sohn oder jemand anderen ein Training suchst, dann würde ich doch persönliches Training empfehlen. So, Läufer D6. Du spielst Springer C3, Nik 4. Ja, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ja, den Nigi habe ich natürlich auch. Die Bücher habe ich nicht verpasst. Macht er ja auch eine relativ große Runde in der Schachwelt. Sehr gute Bücher gemacht. Der junge indische Großmeister. So, und irgendwie spiele ich hier gerade ein bisschen suboptimal. Ja. Ich habe auf jeden Fall die Bücher und aber ich habe trotzdem was anderes angegeben. Auch gute Varianten. Ich habe es mit sehr guten Computern analysiert. Also da könnt ihr mir relativ gut vertrauen. Und im letzten Video, also im nicht schachlichen Video, im sogenannten Outro, habe ich auch nochmal erwähnt, wer mir da ein bisschen geholfen hat. Also ich habe mit zwei Spielern ein wenig zusammen analysiert. Aber ich habe natürlich den größten Teil dieser Serie selbst vorbereitet, die Varianten ausgesucht und so weiter und so fort. Aber ein bisschen zusammen analysiert habe ich auch, weil ich dachte einfach, gut, das bringt kreativere Ideen in die Videoserie und ja, außerdem ist das nicht ganz so langweilig. Also ich will nicht sagen, dass Analysieren langweilig ist, aber zusammen zu analysieren ist ein bisschen spannender und ja, ich wollte mir die Aufgabe ein wenig interessanter machen und deswegen habe ich da zwei ganz gute Freunde hinzugezogen. Ja, das Negi-Buch ist eindeutig harter Stoff, da gebe ich dir recht. Das ist auf jeden Fall für Leute, die Gedächtnis haben und ja. Osnan Cez schreibt, er hat mal mit mir gezockt. Also kann gut sein. Mir wurde auch hier am ersten Tag gesagt, dass ich Olli kenne. Das habe ich abgelehnt, aber als ich ihn gesehen habe, habe ich gesagt, ja, den habe ich schon mal irgendwo gesehen und dann habe ich erfahren, wir haben mal bei einem Länderkampf nebeneinander gesessen. Aber ich habe mich nicht an ihn erinnern können, deswegen sorry an Osna Chess 94, wenn ich mich nicht mehr so recht entsinne. So, Gf3 und ich plane hier Dame G6, Dame G2. So, mein Gegner interessiert es anscheinend nicht. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Okay, er flüchtet nach E1, aber F2 Schach wird folgen und die Dame fällt auf E4. Du spielst Springer C3, aber eine andere Variante. Ja, ich habe in einem meiner Videos erklärt, wie ich mein Repertoire aufgebaut habe und warum. N1K wollte, glaube ich, spielen. Ich nehme ihn jetzt einfach mal an. So, und wir starten mit dem Zug D4. Ob ich. Nein, nein, Länderkampf meine ich nicht mit Europa Cup, sondern es gab relativ oft einen Freundschaftskampf zwischen Hessen und Niedersachsen.
Dort habe ich öfters mitgespielt. Quatsch, gar nicht öfters, sondern nur einmal und da saßen wir nebeneinander. Okay, Grünfeld. Jetzt muss ich irgendwas auspacken. Dagegen. Was spielen wir denn? Okay, ich mach mal diesen Zug hier. So, ob ich das ZMDE oben nochmal spiele. Warum nicht? Es ist kein schlechtes Turnier. Ich hatte es jetzt nicht fest geplant. Bislang, aber. Was mein schachliches Ziel ist, also ich will auf jeden Fall noch Großmeister werden und alles Weitere werden wir dann sehen. Aber ich strenge mich auf jeden Fall an, um noch das G vor dem M verdient zu bekommen. So, C6. Gut, ich nehme den mal und spiele E3. Du spielst E4, E6, Springer, F3, D5, Springer, C3. Ja, die Variante kenne ich, aber okay. Ist eine spielbare Variante, kann ich nichts sagen, aber ich denke nicht, dass sie objektiv zu Vorteil führt. Aber ist natürlich gut spielbar und ja, normale Variante halt. So. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Läufer auf H4 nicht verliere. Das wäre ärgerlich. Ob ich Turniere in Bayern spiele? Ich habe mal offene bayerische Meisterschaft in Bad Duisse gespielt, einmal. Aber die Warteliste ist da einfach so lang und ja, ich weiß nicht. Außerdem ist das so, dass dass ich da oft Schule habe und die bayerischen Ferien da nicht mit den hessischen übereinstimmen. Deswegen ist es so, dass ich das eher selten spiele. Ja, Grünfeld ist ein bisschen nicht nach Läufer G5 Bescheid. Ja gut, Springer E4 ist schon richtig, aber C6 ist fraglich, sagen wir es so. Ist bestimmt kein Zug, der verliert oder wonach Schwarz sofort eine schlechte Stellung bekommt. Aber ich denke, man sollte schon auf C3 nehmen und dann auf C4 nehmen. Ja gut, The Drunken Lawyer sagt hier, er spielt auch was anderes gegen Französisch. Es ist immer gut, zwei Waffen zu haben. Turnierinfos hier erlaubt wegen Werbung. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Öl der Schrecken da meint. Aber ja, ich kann ein bisschen Turnierinformationen geben, was ich sonst so spiele und ja. Okay, ich muss hier aber mal ein bisschen Fokus auf diese Partie legen. Gut. Was passiert, wenn Dame D2 kommt? Will er mich mit Dame B6 sofort angreifen oder ist das nur eine Illusion von mir? Springer C5, Läufer 5. Ja, das ist so einfach. Aber gut, wir spielen hier mal Springer nach C5. Kann ja nicht schlecht sein. Du hast gar keine Waffe gegen Französisch, Olaf. Ja, das ist als E4-Spieler nicht so gut. Aber dafür mache ich ja die Videoserie. Springer C3 ist meine Empfehlung. Ist auch mein Leben lang mein Repertoire. Deswegen, ja, kann ich das nur empfehlen. Auf Chess24 gibt es, glaube ich, zwei Serien über Springer nach D2. Von Lawrence, glaube ich. Und von Niklas, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die sind auch existent und auch gut spielbar, aber Springer C3 ist mein Favorit da und ja. Achso, verstehe Öl der Schrecken. Ian John Watson mag die Advanced Variation nicht. Hat ihn mal danach gefragt. Dienstags. Ja, Vorstoß ist auch spielbar, aber ist ein bisschen aus der Munde. Der einzige, der mir im Prinzip auffällt, der diese Variante spielt, ist Alexei Shirov und er ist sehr, sehr guter, großer Experte in dieser Variante. Deswegen, wenn jemand Vorstoßvariante spielt, sollte er auf jeden Fall nach seinen Partien schauen. Und ich glaube, Evgeny Sveshnikov, der für seine Sveshnikov-Sizilianer bekannt ist, ist da auch ein großer Experte. Ja, B3 gegen Französisch, weiß ich nicht. Habe eigentlich keine Angst dagegen.
Springer D2 von Niklas. Ja, Springer D2 ist auch ein gut spielbarer Zug. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Allerdings empfehle ich hier Springer C3. Gut, ich versuche hier den Wunsch umzusetzen, das Evens Gambit zu spielen. Die Gelegenheit wird mir gegeben. Das Problem ist nur, dass ich nach C3 Läufer A5 wenig bis gar keine Ahnung habe. Ich glaube, man rochiert hier. Aber was man danach macht, ist schon wieder eine große Frage. D3, ja. Sowas habe ich befürchtet, dass mein Gegner nicht alles wegnimmt, was ich ihm hier gebe. Dame B3, ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen Druck zu machen. So, ist das gut? Läufer A3, D6, Springer nach D2. Ich versuche einfach auf Aktivität zu spielen. Hoffe jetzt auf den Zug, Springer G8, F6. Er spielt ihn nach H6, was deutlich geschickter ist. Ja, es ist auch nicht mehr ganz so einfach. E5 versuche ich mal. Laut Peter Switter sollte man Grischuk anschauen im Vorstoß. Mag gut sein, mir ist er nicht aufgefallen, aber Peter weiß da bestimmt besser Bescheid. Hat der Backfisch aka Elohunter bisher alles gewonnen? Nein, nein. Ich weiß zwar nicht, warum ich den Namen Backfisch bekommen habe, aber ich habe hier eine verloren im Holländer. Da habe ich mich blöd angestellt und ansonsten habe ich noch, glaube ich, zwei Remis eingeschoben, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle im Stream sind. Einfach auf F7 opfern. Okay. Olaf weiß Bescheid im Evens Gambit. Ich bin da kein Experte. Aber zumindest bin ich ein bisschen froh, dass ich den Schwarzen hier auf seinem Damenflügel ein bisschen hemmen kann. Ich habe aber noch ein Bauer weniger, wenn ich richtig zähle. Und ja, Niklas weiß bestimmt auch deutlich mehr als ich in diesem wunderschönen B4 Gambit. Und Jan müsste sich mit Schwarz eigentlich auch auskennen. Also, ja. Aber ich habe wirklich das Evens Gambit noch nie gespielt und ich habe wirklich wenig bis eigentlich gar keine Ahnung davon. Und ja, das sieht man, denke ich, auch. So, ich nehme mal E5 und wenn ich F8 nehme, dann ist es so, dass er D3 nimmt. Aber ist das so tragisch, ist die große Preisfrage hier. Ich nehme mal. Er nimmt wahrscheinlich D3, sonst würde mich das relativ wundern. Und ja, dann muss ich mal überlegen, ob ich meinen Springer nach C4 stelle oder ob ich... Ja, Springer C4 sieht doch relativ attraktiv aus. Und ich denke, jetzt sollte ich eine ganz gute Stellung haben. Deutsche Meisterschaft 2011. Ah! Okay. Oh. Ah, ich habe hier noch den, da hoffe ich. Ansonsten überlebe ich das hier nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, was eingestellt. Das war nicht so clever von mir. Läufer B3, Springer D3. Läufer C3 könnte unangenehm werden. Okay, ich habe mich hier dumm angestellt, wie man sieht. Das Evens Gambit ist nicht meine Stärke. Was soll ich denn spielen? Das ist die große Frage jetzt, weil nach AB Läufer E1 sieht es nicht so rosig aus. Muss ich aber wahrscheinlich trotzdem machen, auch wenn ich es nicht will. Und jetzt habe ich zwei Bauern weniger in diesem blöden Endspiel. Ah ja. Ja, wer kann schon alle Öffnungen? Frag mal Anni Skiri. Ich glaube, er kann dir davon ein Lied singen. Springer C5. Ja, meine Türme sind natürlich etwas ungeschickt. Aber ich hoffe hier auf den Zug B6. Oder, ja gut, mein Gegner sieht alles. Ich dränge zumindest mal den König ab und nehme dann A1. Okay, Schwarz hat ein bisschen Probleme, aber ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich mich relativ dumm angestellt. Und werde meine gerechte Strafe hier bekommen. G4, okay. Das ist jetzt schon die große Frage, was ich hier überhaupt als nächstes ziehe. Ja, B4 wahrscheinlich. Diesen Bauern hier vorschieben. Vielleicht sollte ich mich am Königsflügel aktivieren.
Das ist bestimmt auch keine dumme Idee. H4. Ja gut, mit zwei Bauern weniger im Springer-Turm-Endspiel hat man normalerweise nicht viel zu melden. Ja, ich hatte keinen Bock, Läufer einfach zu rechnen. Nee, aber ich habe wirklich ehrlich nicht gesehen, was die Idee ist. Ich denke einfach, dass ich den Springer nach E4 ziehen kann und dann stehe ich ganz gut. Aber, ja, so wie ich es gespielt habe, war es natürlich sehr unclever. Und es sieht schwer danach aus, als würde ich meinen Springer von D7 nicht mehr rausholen können. Die Frage ist jetzt, ob ich weiterspielen soll oder aufgeben soll. Puh. Ja, Check 01 ist nicht schlecht. Gut, ich versuche ihn vor ein paar Aufgaben zu stellen, aber ich habe... relativ wenig Chancen hier, irgendwas zu holen. Mit einem Springer weniger ist das auch nicht ganz so sinnvoll. Ja, ich muss hier die Waffen strecken. Ja, dumm gelaufen. Ich bin jetzt wieder auf 2608 gefallen. Aber ich hoffe, zum Ende der Show werde ich zumindest meine Zahl halten können. So, ich versuche jetzt mal eine etwas schnellere Challenge hier anzunehmen. Den Trikanti, den habe ich auch als ersten oder zweiten Challenger gesehen. Ich hoffe, er ist noch da. Und wir haben Englisch und gut, ich habe es einmal vergeigt, aber zum zweiten Mal vielleicht nicht. Versuchen wir es, einen strammen Leningrader zu spielen. Ich hoffe, diesmal wird das was hier. Okay, er legt den Bauern nach D3, auf D3 fest. Das ist auf jeden Fall ein System, was ich früher mal mit den schwarzen Steinen gespielt habe. Ja, Sopico ist schwächelt, da hast du recht. Aber ich denke auch, sie ist einfach in einem etwas starken Feld für ihre Spielstärke, weil, gut, wenn man sich mal die ersten drei oder vier Teilnehmer anschaut, sind die schon eine Klasse besser als sie, also Markus Ragger mit knapp 2,7 ist natürlich ein anderes Kaliber, wie auch Ilias Mirin spielt, glaube ich, mit 2,680. Jeffrey Xiong, das Talent, mit 2,670 hat er, glaube ich, sowas um den Dreh. Und okay, Sopico hat zwar eine beachtliche Zahl von 2000, ich bin mir nicht sicher, ob sie 400 oder 300 oder knapp 400 hat. Jedenfalls ist das trotzdem natürlich nicht ausreichend, um gegen solche Leute zu kämpfen. Oder zumindest ist es auf Dauer nicht ausreichend. Also sie kann natürlich was holen und sie hat auch was geholt, meines Wissens nach. Aber auf lange Strecke zeigt sich natürlich, dass diese Spieler einfach stärker sind. Und ja, aber sie ist natürlich trotzdem eine gute Schachspielerin und hat ja auch für Chess24 schon einige Serien aufgenommen, die sehr sehenswert sind. Zum Beispiel Neidorf ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Serie von ihr. Und auch die Serie gegen, wie hieß das nochmal? Ich glaube, Trangislav habe ich mir angeschaut. Und das sah doch auch nach einer sehr, sehr guten Serie aus. Ich meine natürlich, dass ihr Mann, der nur die Top 10 der Weltrangliste belegt, ihr da ein wenig geholfen hat. Aber das ist natürlich trotzdem eine super Sache und ja. Dazu gebe ich keinen Kommentar ab, weil ich nämlich hier die ganze Zeit eigentlich schon den Bauern auf G4 einstelle. Ja, wenn die Gegner aufgrund ihres Aussehens schlechter spielen, kann ich ihnen leider nicht helfen, weil ja. Aber ich denke, da sie vergeben ist, sollten sie sich keine allzu großen Hoffnungen dahingehend machen, sondern sich lieber auf das Karierte fokussieren.
Oh Gott, Olaf, das empfehle ich dir nicht. Ja, also diese Saison, die erste Bundesliga-Partie von mir, kann ich kurz was sagen gegen Zaha Efimenko. Ja, ich stand schlechter, aber mein Gegner hat sich ein bisschen blöd angestellt, muss man sagen. Auch solche Spieler machen Fehler. Und ich konnte mich sozusagen in ein Dame und zwei Bauern gegen Dame und drei Bauern retten, wo ich nach dem Abtausch von einigen Bauern den blödesten Zug gespielt habe, den ich spielen konnte, nämlich, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Zug war. Ich glaube, es müsste König H7 gewesen sein und nach Dame H3 war die Partie vorbei. So, jetzt schaue ich mir kurz an, ob Turm schlägt D5 nicht sofort gewinnt, aber es sieht schwer danach aus und ich werde den hier jetzt rausschlagen. CD5 und Dame H5 müsste hier eigentlich den Tag regeln. Ich hätte vielleicht, ja, gut, Dame H5 sollte reichen. Ja, mein Gegner gibt hier auch auf. Ja, ich werde hier die nächste Challenge annehmen. Ja, wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten Zeit. Ich werde wahrscheinlich so etwa 3 bis 4 Partien hinbekommen. Ich nehme mal einen stärkeren an, nämlich Emran. Was fangen wir denn an? D2, D4. Ich glaube, Sopico ist internationaler Meisterin. Oder Me also beziehungsweise männlicher internationaler Meister. Und ja, weiblicher Großmeister sowieso. Okay, Emran scheint im Prinzip nicht da zu sein. Ich gucke mal, ob sich was tut. Ansonsten müssen wir jemand anderen spielen lassen. Ich verfolge hier mal ein bisschen den Chat. Okay, Emran scheint nicht da zu sein. Sorry, Emran, ich muss die Partie hier abbrechen. Und jemand anderen auswählen. Ich suche jetzt jemanden mit einer etwas höheren Bedenkzeit. Hier ist Öl der Schrecken, der auch sehr aktiv im Chat ist. Öl der Schrecken hat jetzt Weiß gegen mich und ich hoffe, er ist da. Und wer hätte das gedacht? Er ist da. E4, C5. Oh Gott, ein Alapin. Kenne mich hier nicht besonders aus. Okay. Ich werde jetzt dieses System hier spielen, weil ich einfach kein Blitzrepertoire dagegen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist relativ ungenau, Läufer D3 zunächst zu spielen, weil der Springer jetzt auf D5 kommt. Ich glaube, Weiß sollte zunächst A3 machen und ja, danach seinen Läufer nach D3 platzieren, weil jetzt der Springer blockiert. Emran, ja, okay. Und wenn ich dich finde, werde ich dich nochmal annehmen. Du bist jetzt anscheinend da. Und dann können wir eine Partie spielen. So, Rochade. Springer E4, ein Springer bin ich bereit zu tauschen. Und sofern ich nicht sofort matt gesetzt werde, bin ich auch bereit, meinen Läufer zu entwickeln. Ja, Dame H5. Pariere ich mit F5? Ich habe hier jetzt noch nichts gesehen. Ja, Schachpro fragt hier Migtal, wann er gegen Lü van Wede gespielt hat. Ich habe heute erfahren, Lü hat hier mal ein Banterblitz gemacht. Ich vermute mal da. Ansonsten im klassischen Schach vielleicht, aber ich denke, er meint das Banterblitz. Das müsste allerdings nicht länger als 2 oder 3 Monate her sein, denke ich. Okay, Springer C4. Ich versuche hier auf Gewinn zu spielen mit Dame D8. Ich hoffe wirklich auf Dame D2, aber es folgt Dame F3. Gut, F5. Ein bisschen Raum gewinnen am Königsflügel. Es ist halt die Frage, wenn Schwarz, wenn Weiß sich jetzt ruhig zurückziehen kann nach B1,
ist F5 natürlich auch eine Schwächung des E6 Bauern und aber ich habe Glück und mein Gegner nimmt hier auf D5, was nicht zu empfehlen war, denke ich, weil jetzt wird F4, F3 folgen und die schwarze Stellung, die weiße Stellung sieht doch sehr gefährlich aus. Ich kann aber noch nicht auf F3 nehmen, also muss ich das hier irgendwie mit Dame E8 vorbereiten. Ja, also wie gesagt, Glück spielte hier ein Banterblitz. Also ich denke, dass Mikhtal dagegen gespielt hat. Gut, ich mache hier Läufer D6. Ich versuche möglichst aktiv im Chat zu sein, weil ja, die Leute wollen ja Sachen wissen. Ich bin relativ neu hier bei Chess24, seit 3 Tagen erst. Ja, Emran, das ist mir auch schon passiert gegen Peter zum Beispiel. Da bin ich auch aufgegangen und plötzlich wurde ich angenommen und ja, das ist dann immer ein bisschen blöd. Dann ärgert man sich hinterher, dass man nicht gespielt hat. So. Ich kann hier noch nicht konkret Matt setzen, was mich sehr ärgert. Nach Turm F5 hat mein Gegner anscheinend Dame E3 geplant. Aber ich spiele, glaube ich, trotzdem Turm F5. Das sieht doch trotzdem ganz gut aus. Und ich werde versuchen, jetzt hier über die weißen Felder einzudringen. Aber es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Ja, Dame A5. Ich denke trotzdem, dass mein zweiter Turm hier die Partie in die Partie gelangen sollte. Und okay. So, jetzt könnte ich natürlich F4 nehmen und argumentieren, dass die Dame vielleicht besser als die zwei Türme ist, aber ich würde nicht drauf schwören und deswegen spiele ich hier etwas ruhiger mit Dame H3. Gut, hier nehmen. Ah, okay, gut. Muss ich ins Endspiel gehen, darauf habe ich eigentlich wenig Lust. Ich glaube, jetzt sollte ich F4 nehmen und eine bessere Stellung spielen. Dame E5, okay. Mating Threat, kann man sagen. Ich ziehe mich zurück. Jetzt wird wahrscheinlich Turm C7 folgen. Okay, es folgt Läufer H6. Aber den kann ich doch mitnehmen. Und gleichzeitig C1 angreifen. So, und ja, mein Gegner gibt hier auf. Ich werde jetzt Emran annehmen, weil er sich hier... Ich habe ihn angenommen und er war weg. Also, ja... Hier wird sich bedanken für die Partie. Ja, Emran, jetzt hast du weiß. Das ist natürlich, kommt dir gelegen. Was werde ich machen? Spielen wir mal klassisch. Okay, Spanisch. Mal schauen, was für eine Variante Emran hier aufs Brett bringt. Turm hier 1, gut. Soll ich hier so tun, als würde ich Ahnung von Marshall haben? Ich tue es mal. Und schaue, was Emran dagegen in petto hat. A4. Ich habe gehört, hier macht man B4. Und ja, okay, gut. Ich denke, D4 sollte der Hauptzug sein, weil ein Weiß... Okay, C3 ist mit völlig unbekannt, muss ich gestehen. Und ich denke, dass diese Version von Marshall nicht unbedingt schlechter ist für Schwarz als sonst. Ja, ich sehe, hier sind Leute im Chat aktiv, die wirklich oft hier Bantamblitz spielen. OsnerChess94 sagt hier, dass er mit BWL auf Lernen aufgehört hat, nur um gegen mich zu spielen. Okay, das ist mir wirklich eine Ehre. Deswegen werde ich dich tatsächlich gleich annehmen und ich vermute auch, dass wir uns gleich dem Ende nähern. Okay, Emran lässt hier ein Isolani zu. Läufer E6 sollte in Ordnung sein. Ja gut, es ist jetzt 15:45. Eine Partie und noch eine schaffen wir, denke ich. Und ja, OsnerChess94 wird, denke ich, der letzte Gegner sein. Und okay, je nachdem, wie schnell die Partien enden. Und dann wird wohl Christoph Silecki meine Rolle übernehmen. Aber ich habe gehört, er streamt von zu Hause aus, deswegen ist das Studio hier trotzdem frei. F4. So. Ich glaube,
Der Marsch des F-Bauern war nicht unbedingt zu meinen Gunsten. Dame E8, okay, Schwarz wird jetzt, Weiß wird jetzt vermutlich seinen Läufer nach D2 zurückziehen. Okay, ich muss hier meinen Läufer, denke ich, auch aktivieren. Oder, ja gut, wenn ich Weiß Dame F3 schafft, steht er natürlich super. Ich muss das hier irgendwie unterbinden. Oder steht er gar nicht so super, ich weiß es gar nicht. Ich spiele mal den Zug Turm A nach D8. Der sollte nicht schaden. Ja, nur spielen. Ich kann trotzdem nicht jede Challenge hier auf Chess24 annehmen, weil wenn ich gegen jeden spielen würde, müsste ich einen Marathon hier machen. Und ja, dazu bin ich leider nicht in der Lage. Und ich glaube, ich habe hier auch was eingestellt, weil ich mich auf den Chat fokussiert habe. Das ist natürlich dumm gelaufen. Kann ich das hier auch irgendwie drehen, oder? Also Turm D6 würde ich gern machen, aber ich glaube, dann kommt Turm schlägt E6 und alles fällt, wirklich alles fällt auseinander. Die Qualität hängt hier, der Turm hängt. Ich glaube, ich bin gezwungen zu G6 und das war der nächste Einsteller. Wenn jetzt Emran Turm E6 findet, werde ich aufgeben und unter 2-6 rutschen. Das ist natürlich dumm gelaufen hier. Für mich, ja, man sollte nicht so tun, als würde man Marshall Gambit spielen können. Ja, wenn man es nicht kann. So, jetzt nehme ich Osnar Chess an. 94. Mal gucken, wie die Partie verläuft. Vielleicht schaffen wir noch eine. Okay, ich switche hier wieder die Eröffnung. Und versuche hier mal Grünfeld wieder aufs Brett zu bringen. Ich bin gespannt, was mein Gegner hier spielt. So, Läufer F4, das ist aber ein relativ seltener Zug. Ich glaube, dagegen macht man das. B5, glaube ich auch. So, was man jetzt genau spielt, weiß ich nicht, aber ich glaube, so etwas in der Art. Ja, Michael Thal ist natürlich ein genialer Weltmeister gewesen. Ja, so B4. Ich denke, das sollte hier ein logischer und richtiger Zug sein. Kann ich den Läufer nach A6 stellen, ist die große Preisfrage. Aber ich mache es einfach mal. Und ja, ich denke, die Dame hat nicht so viele Felder. Also Dame E3 ist wahrscheinlich erzwungen fast schon. Okay, Schwarz-Weiß kann auch Dame C2 oder so etwas ziehen, aber E4 ist immer unter Beschuss und es ist nicht so einfach. Okay, Dame B1, mit dem Zug habe ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Ich spiele hier mal, ist C5 eine Option oder nicht? Es sieht nach einer Option aus, also werde ich C5 ausführen. Nach D5 habe ich im Prinzip geplant, meinen Gaul hier nach D7 zu stellen. Die Entwicklung abzuschließen und einfach mal zu schauen, was passiert. Ich habe ja einfach nicht so viel Plan von der Variante. So, A3 folgt. Damit habe ich im Prinzip auch gerechnet, unter Umständen. Ich werde hier allerdings die Dame zurückziehen nach C7. Dann verliere ich einen Bauern, oder wie verstehe ich das richtig? Oder kann ich hier Grünfeld-typischen Bauern opfern? Das glaube ich nicht. Dame C7, DC5. Das größere Problem ist eher AB4, aber gut, was soll's. Ich habe jetzt kein besonders gutes Feld in der Stellung. Was soll mein Trainer dazu sagen, dass ich hier Benta spiele? Ich glaube, ich... Also, zu dem Praktikum sagt er nichts Großes. Und zu dem Penta-Blitz, davon habe ich ihm nicht wirklich berichtet. Ich glaube auch nicht, dass es so bedeutend ist für meine Schachlaufbahn. Es ist aber auf jeden Fall eine tolle Erfahrung hier bei Chess24.
Und ich würde nicht ausschließen, dass ich hier vielleicht noch einmal vorbeikomme oder auch mehrmals. Aber es ist auf jeden Fall nichts geplant und ja, erstmal die 2 Wochen und alles Weitere ergibt sich dann. Aber ihr werdet auf jeden Fall noch im Verlauf dieser 2 Wochen einiges von mir mitbekommen. Ich werde, wie gesagt, diese ganzen Analysen da machen und ich weiß, dass Jan besser geklickt wird als ich, aber was soll's. Die Challenger haben auch meiner Meinung nach ihren Respekt verdient, denn schließlich wollen sie sich für das Masters qualifizieren und das ist eine harte Aufgabe, denn die meisten der Masters-Spieler sind nämlich keine Qualifikanten, sondern wurden da direkt eingeladen und okay, ich merke, mein Hirn sagt ein bisschen ab, weil Springer C6 war kein besonders starker Zug. Ja, das ist so das Problem. Nach Turm C8 will mein Gegner vermutlich Turm C1 spielen und weiterhin andeuten, dass ich mich hier verrechnet habe. Aber kann ich hier irgendeinen Trick auspacken oder so? Ist hier noch irgendwas drin? Gut. Ich hatte den geplant, aber der scheitert leider an dem. Oder scheitert er nicht? Springer schlägt E4, wollte ich eigentlich machen. Der Zug ist auf jeden Fall sehr interessant, aber ich denke, taktisch funktioniert er nicht wirklich und ich sollte hier was anderes spielen. Aber was ist die große Frage? Turm macht C8. Ja, aber na, was nach Turm AC1? Das ist wieder ein Problem so. Ich könnte natürlich hier auf irgendwelche Festungstricks spekulieren, aber ich kann irgendwie nicht dran glauben, dass Weiß hier diese Figur zurückgeben muss und deswegen werde ich hier diesen Zug versuchen. Das verliert zwar eine Figur, aber gut, wir sind ja hier auch nur im Blitzen und es freut mich, dass euch das hier gefällt, das Format. Okay, ich denke, das wird doch die letzte Partie sein, denn ja, es ist bereits 8 vor und wir haben noch je 2 Minuten auf der Uhr und wenn das hier vorbei ist, dann werde ich das hier auch beenden fürs Erste. Vielleicht werde ich noch ein Bandtablett spielen in dieser Zeit, aber das ist auch noch nicht klar, weil, gut, hier sind halt Jan und Peter und Lawrence natürlich auch ständig am Kommentieren und es ist relativ schwierig, dieses Studio mal zu bekommen. Ich nehme meine Videoserie im anderen Studio auf, aber dort ist es relativ kompliziert, ein Bentable zu machen. Deswegen. Ja, gut, mein Gegner spielt hier den stärksten Zug. Ich muss hier den D2-Springer nehmen und habe hier auf den Zug Dame F4 etwas spekuliert. Ja, ich habe den Zug Springer 4 F3 gesehen, traurigerweise. Und nach Dame B4 weiß ich auch, dass ich nur einen einzigen Bauer für den Springer habe. Aber ich spekuliere auf die schlechte Königsstellung meines Gegners und auf die Zeit. Und ja, grundsätzlich darauf, dass ich hier irgendwie Kompensation bekomme, wobei es überhaupt nicht danach aussieht, weil einfach G3 König G2 folgen wird wahrscheinlich jetzt und der Schwarze Problem bekommt. Ja, mein Gegner tut so, als wäre er, würde er hier neben mir sitzen. Spielt alles, was ich hier vorschlage und bietet Remis. Gut. Jetzt muss ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Soll ich minimalistisch sein oder soll ich hier meinen Gegner quälen? Obwohl er im Prinzip auf Gewinn steht. Ja, komm, ich versuche hier noch was. Das ist zwar ein bisschen unseriös und ich werde hier ein bisschen zocken, aber gut, man macht ja schließlich nicht täglich so ein Banter. Dame schlägt B2. Turm A7.
Ja, die Stellung ist total. Ah, okay, er nimmt keinen Bauern. Das ist natürlich ganz schlau für mich und ich werde jetzt versuchen, den Kollegen auf A5 zu einer wunderhübschen Dame, wie sie auf B2 steht, zu machen. Dame nach A2. Schauen wir mal, ob hier was geht. Ja, Olli bestätigt schon, dass wir ein weiteres Bentablitz hinbekommen werden. Ich bin da auch relativ zuversichtlich, aber ich habe eigentlich noch einige andere Formate im Kopf und vielleicht können wir so die auch umsetzen. Müssen wir mal gucken. Ich habe hier ja noch die Videoserie zum Aufnehmen, die noch nicht ganz fertig ist und schauen wir mal, was sich einfach ergibt. So, den wollte ich nehmen. Oh, das ist nett. Jetzt habe ich wieder gleich viele Figuren und zwei Bauern allerdings mehr. Ja, A3 und ich werde hier Turm B2 premoven. A2. Turm B1 verliert, oder? Verliert dieser Zug? Nee, ich denke, er gewinnt. Okay, ich wünsche mir eine Dame und nehme hier den Springer mit. So, E5. Der Rest sollte im Rahmen meiner Möglichkeiten liegen. Und mein Gegner gibt hier auf. Und aufgrund der Zeit werde ich hier diese Session beenden. Ich gucke mal in die Kamera, weil ich habe im Prinzip die ganze Zeit aufs Brett geschaut und auf den Chat. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mein erstes Geschwätzblitz hier zu machen bei Chess24 und es freut mich, dass es euch allen auch gefallen hat. Ich versuche nächstes Mal vielleicht ein bisschen länger zu machen und die technischen Probleme zu beseitigen und auf jeden Fall gegen mehr Spieler zu spielen als jetzt. Aber ich hoffe, ich kann noch eins machen und ein paar andere Formate können folgen. Wir gucken hier, dass wir hier ein paar Sachen hinbekommen. Ja, danke für alle, die gespielt haben, alle, die im Chat waren und allgemein alle Zuschauer. Und ja, bis zum nächsten Mal.